Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Selig die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Hier spricht Martin Theato aus Grünstadt. Guten Tag. Es ist Kerwezeit. Von Dorf zu Dorf feiert man in dieser Jahreszeit Kerwe. Die Menschen lieben es, gesellig zusammenzukommen. Familien mit Kindern suchen Spiel und Spaß. Die Kerwe Borsch organisieren das festliche Treiben. Jung und alt feiern miteinander mit gutem Essen und natürlich auch mit einem Glas Wein. Die Kerwe ist das festliche Ereignis des Jahres im Dorf. Was ist dieses Jahr davon möglich? Kerwe, das Wort ist die pfälzische Kurzform von Kirchweih. Das Fest erinnert an die Weihe der Kirche. Das größte Haus im Dorf ist Gott geweiht, gewidmet. In diesem Haus kommen wir mit Gott zusammen, feiern wir auch mit ihm. Mancherorts ist der ökumenische Kerwegottesdienst beinahe das Einzige, was in dieser Zeit an festlichem Miteinander möglich ist. Die Gemeinschaft mit Gott, die tut uns Menschen gut. Dafür stehen all unsere Kirchen inmitten unserer Dörfer, unserer Stadt. Wie sehen diese aus ohne die Kirchen? Denken Sie sich nur einmal die Kirche aus dem Dorf weg. Verliert das Dorf damit nicht seine Mitte? Und wir, verlieren nicht auch wir ohne die Begegnung mit Gott unsere Mitte? Jahrhundertealte Kirchen stehen teils inmitten unserer Stadt und Dörfer. Sie zeugen von der großen Tradition, in der wir als christliche Gemeinden stehen, in der wir unseren Glauben leben. Heute feiern wir in Laumersheim 300 Jahre Bartholomäuskirche. Wir feiern es in einem festlichen ökumenischen Kerwegottesdienst. Die Mitfeiern spüren, dass sie selbst auf den Schultern ihrer Vorfahren Kirche sind. Und sie spüren, dass sie in unterschiedlicher Tradition doch eine Kirche sind. Es ist schön, dass wir unsere Kirchen haben, dass wir Christen einander haben, dass wir mit allen Menschen, die das wollen, fröhlich Kerwe, unseren Gott uns selber feiern. Wir beten. Du hast deine Wohnung unter uns genommen, Gott, und überall, wo Menschen leben, bist du zugegen. Bleibe bei uns und halte uns zusammen in Zeit und Ewigkeit. Es segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.